Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 22.10.2020. Und unser DAX, der hat hier gestern rumgetonnt. Sie erinnern sich, auf dem Geländer hat er rumgesponnen auf der 12.37. Nun ist er, ja, hat sich das Knie wehgetan. Er ist ein bisschen zu optimistisch reingestartet, hat dann direkt zum Exit-Handel eigentlich schon volle Kehrtwende bekommen. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich auch früh schon drauf und dran, den eher nach oben zu interpretieren. Ne, der hat dann aber doch recht sichtbar schön zügig auch die Umkehr gemacht, schnell sein Gap geschlossen und dann eben unter die 37 und unter der 37 hat man ja entsprechende Ziele mit ihm noch. Die 12.600 haben wir zum Beispiel erreicht, da haben wir dann jetzt auch unsere Elisa mal rausgelassen. Da hat man den Short drin hier knapp von der 800 mit drinne. Das war ganz schön. Wir haben sogar noch einen zweiten reingestellt. Den haben wir nicht gekriegt. Vielleicht kommt es noch, aber ganz so gut sieht das nicht aus. Der hat schon ganz schön Druck auf dem Kessel nach unten jetzt hier und schiebt sich hier. Also, er kommt halt nicht weit zurück halt. Ne? Die Rückläufe sind nicht so stark. Drückt sich immer tiefer und immer tiefer und lässt hier natürlich alle, die jetzt Long gekauft haben, auch die, die hier Long gekauft haben. Ne? Ja, haben wir gestern auch drüber gesprochen, die da noch drinnen sitzen und wahrscheinlich noch nicht raus sind. Die bringt er langsam jetzt hier in Nöte. Beziehungsweise in Not und unter Druck und sowas mag der DAX einfach. Da wird er auch gerne mal schneller, bewegt sich ein bisschen freier, springt ein bisschen mehr hin und her und hat ein bisschen mehr Volatilität drauf. Wir dürfen auch nicht vergessen, das dürfen Sie nicht vergessen, die ganzen nächsten Tage, diese Kack-US-Wahl, die da noch ansteht. Das ist einfach ein Unsicherheitsfaktor im Markt. Denn jetzt dieses ganze Corona, da muss man mit rechnen. Hoch wie runter, ohne Mist. Sie können sich nicht sicher sein, hierbei gar nichts halt. Ne? Also, der ist so nervös momentan, der Markt, und so unruhig und so sensibel auch für man merkt es schon, ne? Da twittert der eine, ah ja, das sieht gut aus mit Stimulusverhandlungen und puff, batzt es nach oben, dann kommt, naja, vielleicht sieht es doch nicht so gut aus, puff, batzt es nach unten. Also, das ist schon alles sehr empfindlich gerade. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt echt noch so bis sich ein bisschen zuspitzt halt. Ne? Also, gerade so. Die Woche hätte ich noch gar nicht so gesehen, aber insbesondere nächste Woche so ab Donnerstag, nächsten Donnerstag, den 29. so, dann ist es noch knapp eine halbe Woche, also der Freitag dann noch, dann der Montag und dann der Dienstag, bis die Wahlergebnisse kommen. Da sollte man damit rechnen, dass da schon nochmal kräftige Wechsel kommen können. Ja, zum einen die, die sich optimistisch schon positionieren für den Wahlausgang, die sagen, nach der Wahl geht's eh aufwärts, dann werden alle Stimulus rumgekippt ohne Ende, dann wird alles gut, dann sind alle Unsicherheiten raus, dann wird der Markt steigen, da wird es einige geben, die jetzt schon investieren, andere wird geben, die sagen, sie tun sich das nicht an, sie sichern ihre Portfolien einfach für den US-Wahlkampf ab, ne? Auch als, ich sag mal, als Fondsmanager etc. Wenn ich die Möglichkeiten habe, ein Portfolio abzusichern vor so einer US-Wahl, wo ich nicht weiß, ob wieder vielleicht ein 500 oder 600 Punkte Down-Gap kommt, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere einfach ein Absicherungsgeschäft tätigt. So, und nun ist es so, Absicherung im Future oder wie auch immer, das wirkt sich halt auch auf den Kurs aus, ne? Also da bewegt sich dann was. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass hier noch ein bisschen Bewegung ist. So, zum eigentlichen Ablauf vom DAX können wir hier jetzt sagen, der hat seine Chance oben raus noch nicht wahrgenommen, befindet sich hier noch in der Abwärtsbewegung. Wir können mal gucken, wie viel, es lässt sich schwer messen, wie viel, wo waren es hoch, wie viel er hier drauf hat. Bis 450, dann wären 100% von der, also da sollte man ein bisschen aufpassen, wenn er jetzt noch eine 450 macht. Das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben, 450, 470. Dort liegt auch ein. Soll ich dann das jetzt runterziehen hier? Ne, wir lassen den Trigger trotzdem so. Die 530, 500, die ist mir schon hier oben noch wichtig. Und drunter sehe ich Risiken nach unten. Der Fall, der ist vollkommen okay. Aber man sollte bei 470, 450 sollte man ein bisschen aufpassen. Ne? Die 470, da ist noch ein, ich glaube, Xetra-Gap, ein offenes. Das liegt hier irgendwie drin in der Bewegung. Dann haben wir bei 450 des 100er, also den Bereich, den sollte man ernst nehmen, da sollte man ein bisschen beachten. Geht der DAX dann aber tiefer, dann geht es natürlich zügig halt, ne? Dann haben wir 400, 370 und darunter, da wird es ja immer flockiger. Die 330 dann hier das letzte Tief, dort hätte man eine Doppelbodenchance und darunter wird es dann schon mal Richtung 200-Tage-Linie gehen, die hier so im Bereich knapp unter
12.200 liegt. Das sehen wir gleich im Tageschart dann auch nochmal. Soweit die Unterseite. Auf der Oberseite ist es für mich weiterhin so, der kann von mir aus jederzeit wieder zurückgehen und jederzeit wieder hochdrehen. Solange er in diesem Kanal drin bleibt, in diesem Abwärtstrend, würde ich ihn immer wieder unten raus anzählen. Halt, für mich wäre wichtig, dass er da oben rausgeht. Und das will ich auch sehen. Und diese Kante, die rutscht nun auch 8,50, damit bleibt die 8,50, 8,60, die bleibt. Wichtig, man kann jetzt schon so ein bisschen die 800 als Trigger mit reinziehen, aber alles vorher, boah, ich würde da, das ist für mich noch nicht dolle, dass ich sagen würde, da würde ich jetzt schon bullig werden, da würde ich optimistisch werden. Gerade hier so Bereich um 37, das ist auch Widerstandszone von unten kommen, da kann er auch wieder runterdrehen, so wie er jetzt hier aussieht, würde man ihm auch einen Abwärtsgap zutrauen. Das hat zwar gestern auch nicht geklappt, da sah es ähnlich aus, ne? Sie erinnern sich. Ja, aber das ist nicht unbedingt eine starke Vorlage, was sich hier gibt. Können wir hier noch ein Retracement legen, von rechts nach links, damit wir auch wirklich alles ein bisschen berücksichtigt haben. Und da hat er da, das ist zum Beispiel interessant, da hat der DAX jetzt an 76er angeschlagen. Das heißt, er hat jetzt von der Bewegung das auskorrigiert. Das ist nicht ganz so stimmig halt, ne? Weiß ich. Haben hier eine kleine Doppelbootmöglichkeit, aber also es gibt schon Argumente, warum man sich hochdrehen kann, aber vom Bewegungsverhalten, wie der läuft, das ist mir zu schwach. Das ist mir zu schwach. Also ich würde schon denken, dass wir unten raus nochmal tief sehen und dann muss man halt Donnerstag ein bisschen den Hinterkopf behalten. Die fuchteln halt einfach immer wieder rum, oben, unten, die fuchteln wie die Doofen rum. Also zum Donnerstag eine 470 und eine 37 zu sehen, das wäre auch keine Ungewöhnlichkeit für einen DAX halt, ne? Das wäre für den ganz normaler Donnerstag. Ja, aber da muss man sich halt ein bisschen drauf einstellen. Deswegen auch nicht zu aggressiv sein im Short. Ich denke, Sie sehen das, wie der die letzten Tage läuft. Er druckt halt auch viel rum halt, ne? Lässt sich die Zeit, eiert einfach mal ein bisschen zur Stunde, bringt immer wieder so starke Rücksetzer, die zu druckvoll zurückkommen halt, ne? Wo man sofort denkt, oh, der rennt gleich los, macht's dann aber nicht. Aber ich würde nicht zu aggressiv auf der Short-Seite agieren halt, ne? Also lassen Sie dem ein bisschen Raum, lassen Sie dem Platz für die Entfaltung, gerade wenn hier auch grüne Stundenkerzen kommen zum Donnerstag, geben Sie dem Raum, geben Sie dem Platz, dass er sich vielleicht im Bereich um 12.700, 12.730, 12.750 so in dem Bereich durchaus erholen kann und wenn er von dort wieder rote Stundenkerzen wirft, na dann schaut drauf. Dann probiert man nochmal nach unten und ansonsten unten im Bereich um 4,50, 4,70 auch ein bisschen aufpassen, kommen dort grüne Stundenkerzen, darf man denen auch erstmal versuchen, im Konter ein bisschen zu folgen. Das ist legitim. Ne? Aber wenn er jetzt unten raussteigt und dann macht eine rote Stundenkerze nach der anderen, dann muss man dem erstmal Platz geben, sich komplett auszuwählen. So lange, bis da wieder was grün gegendrückt, kräftig gegendrückt. Ne? Bis man sieht, dass der Käufer reinkommt. Ja, also da stellen Sie sich zum Donnerstag. Ich kann es Ihnen gar nicht konkreter machen. Der Chart gibt es nicht her halt. Ne? Also ich kann Ihnen hier oben 37, 47, 750, 700 bis 750, sagen wir es mal so, das kann ich Ihnen mitgeben. Ich kann Ihnen unten mitgeben die 500, 530 und die 470, 450. Mehr kann ich Ihnen nicht mitgeben. Aber eine Abfolge für den Donnerstag festzulegen, das braucht man nicht machen, das wäre zu untypisch auch für den DAX. Dazu fuchtelt er zu viel Donnerstag immer rum. Man macht immer gerne so ein mal oben gucken, mal unten gucken. Starke Bewegungen, lange Bewegungen macht er sehr gerne zum Donnerstag. Sehr, sehr, sehr gerne lange Bewegungen. Dreht sich oft auf Stundenebene schön lang dann, wenn er einmal umdreht, zieht er das sehr lang. Das ist ganz typisch, das kann ich Ihnen mitgeben, aber ansonsten Risiko ist erstmal nach unten. Wir haben hier ein kleines Retracement, macht er keine neuen Tiefs unter 5,35, darf man kritisch werden, aber ich würde trotzdem bloß sagen, dann Rückläufe bis vielleicht eher nur erstmal 700 halt, ne? Okay, Tagesschart ansonsten, also ich sehe den DAX abwärts, ne? Falls ihr das jetzt so nicht rausgehört habt. Im Tageschart ist er aus dem Trigger raus, unter dem Trigger ran, an das untere Bollinger Band, damit wieder ein ganzes Stückchen runtergekommen hat, auch wenn wir jetzt hier sehen, den Aufwärtstrend seit hier verlassen, ne, seit 3,30, der Aufwärtstrend, der ist definitiv gebrochen. Kein aktiver Aufwärtstrend auf der Ebene mehr, wenn man von hier nach hier eine Linie zieht, könnte es klappen. Wäre mir jetzt aber auch zu sehr um die Ecke analysiert. Von daher wäre es jetzt interessant, was macht der DAX aus dem Tagesband raus? Wir haben hier auch 4,20 rum. Die EMA 200, das ist die, die wir das letzte Mal schon
angeteasert haben, ganz knapp. Ne? Also von daher wirklich ein bisschen da aufpassen. Die 4,50 rum, das sieht schon fies aus. Auch auf ein 2-Stunden-Sicht. Da sollte man ein bisschen Theater einplanen. Ja, und darunter, da wird es dann wirklich flockig halt. Ne? Da haben wir die 3,30 noch und dann eben die 200-Tag-Linie. Die liegt jetzt hier bei 12.110. Im Xetra DAX dürfte es ein bisschen höher liegen. Der Xetra DAX ist, was die 200-Tage-Linie angeht, wichtiger. Ja, da muss man dann dort mal gucken. Ich kann sie noch kurz raussuchen, warten Sie. So, bei 12.150 liegt der dann. Also ein bisschen höher über dem hier halt. Ne? Der Xetra, warum ist der Xetra wichtiger? Der Xetra wichtiger ist, weil die 200-Tage-Linie in dem Allgemeinen sehr medial wirksam ist halt. Ne? Und wenn Sie NTV gucken, wenn Sie irgendwelche Börsenblätter gucken, selbst ARD, wo auch immer, ist ganz oft immer der Xetra Chart aufgeführt. Der ist zum Daytrading, finde ich, nicht so geeignet. Es gibt so schlechte Signale. Fehlt auch zu viel halt. Ne? Fehlt der ganze halbe bis ganze amerikanische Handel. Deswegen nehme ich immer hier die 8 bis 22 Uhr Kurse. Das hat sich so für mich am wertigsten erwiesen. Auch wenn Sie einen Xetra nehmen, dann haben Sie ganz andere Linien hier. Da würde sowas gar nicht klappen, dass das hier genau anliegt und so weiter, dass Sie einen vor dem schönen Ausbruch haben und der exakt die Niveaus, das klappt einfach auf Xetra nicht. Das klappt so hier schön, aber es ist halt einfach so, diese 200-Tage-Linie. Würde der die 13.150 unterschreiten, würde dann halt zum Beispiel in den Nachrichten stehen. DAX schließt unter 200-Tage-Linie. Kommt jetzt die zweite Crashwelle? Oder die zweite Crashwelle kommt? Oder die zweite Crashwelle läuft gerade? DAX schließt unter 200-Tage-Linie. Ne? Und deswegen ist das einfach wichtig, da einen Xetra zu schauen. Xetra heißt, das ist der reine DAX im Frankfurt, der sich quasi aus den 30 Werten zusammensetzt, handelt von 9 bis 17.30 plus Schlussauktion, also so knapp 17.35. Und das, was ich hier mache, ist quasi eine Kursindikation auf 8 bis 22 Uhr, macht sich einfach zum technischen Traden besser, angenehmer, dadurch, dass man den amerikanischen Handel mit drin hat, dass man die Vorbörse mit drin hat. Ja, Punkt. Hab mich dafür entschieden, komme damit viel, viel, viel besser klar, nehme das deswegen. Aber ich wollte es mal kurz erwähnt haben, warum, wieso, weshalb man vielleicht hier oder da auf was anderes noch gucken sollte. Ja, das soweit dazu. Ja, müssen wir hier, ja, ansonsten. Klar, unteres Bollinger Band angelaufen, kommt jetzt hier eine grüne Tageskerze, muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Lege nahe, dass er sich dann ein bisschen nach oben orientiert. Solange wir die grüne Tageskerze aber noch nicht haben, lassen wir den erstmal ein bisschen und gucken jetzt erstmal hier im kurzfristigen Bereich auf 2-Stunden-Sicht, was das dann jetzt noch wird. Wie gesagt, Vorlage jetzt ein bisschen unten raus, muss aber auch weiter liefern, muss unter die 5,35, unter die 5,50. Dann dürften hier Klick, klack, die nächsten Ziele kommen. Ich hätte die 470, 450 ein bisschen zum Donnerstag im Fokus, als auch dann den Bereich hier oben um 700 und knapp drüber. Und mehr kann ich Ihnen so gar nicht mitgeben. Von daher machen wir zu. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen, maximal Erfolge und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.